heutige Runde heißt Matthias Rosenthal. Erstmal allen Leuten, die das organisiert haben, der Moderation, die das wirklich super gemacht hat. Wirklich super. Und vor allem danke ich dann natürlich auch allen anderen Kollegen hier, wirklich, die wunderschöne Texte vorgetragen haben und das Ganze am Laufen halten. Genauso wie die Moderation und alle, die dahinter stehen. Also nochmal einen Applaus bitte für alle. Das Neueste aus der Welt der Worte. Es ist circa 19 Uhr, hier ist das erste poetische Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Seit heute Mittag ist es nun also schriftlich. Alphabeten braucht verbale Unterstützung, um die linguistische Krise zu überwinden. Nun berät die deutsche Grammatik, welche sich ohnehin mitten im Sprachkampf um den Posten des deutschen Hauptsatzes befindet, wie man der aktuellen Wortschatzkrise am besten entgegenwirken könnte. Ob die vielen Parenthesenparteien zu einer Einigung gekommen sind, das erzählt uns jetzt unser rasender Lyriker. Wir schalten dazu live nach Berlin. Ob die Parenthesenparteien zu einer Einigung gekommen sind, weiß ich nicht, da ich mich vor dem grammatischen Schundesrat befinde, wo die Textstruktur seit einigen Zeilen eine unausgesprochene Redewendung nimmt und es durch einen Lautwandel zu einem verbalen Chaos, zu einer Buchstabensuppe bringt. Aufgrund mehrerer grammatischer Versprecher der demonstrierenden Demonstrativpronomen mussten die amtlichen Kraftwörter ihre Zungenbrecher und Phrasendrescher holen. So wurde der Masse die Redefreiheit gestohlen. Jetzt allerdings ist die Lage nicht mehr so infinitiv wie zur Einleitung. Aufgrund einer grammatischen Erweiterung wurde sie sogar stark konjugiert und im Metrum steht wohl die diktierende RAF, die nun korrigiert. Die reguläre Artikulationsfraktion startet nun am offenen Satzbau die Operation und es stimmt, sie war schon auf dem Index, ist nun aber zurück als der Gelaber-Reinhof-Komplex. Und der hat jetzt begonnen, den grammatischen Schundesrat unter Alliteriefeuer zu nehmen. Sie können es deutlich im Hintergrund sehen, die Wände wabern wackelnd und ich bin mir nicht sicher, wie lange sie den Zungenschlägen noch widerstehen. Sicher ist aber auf jeden Fall, was die Fraktionen wollen.
Und zwar, dass weniger vokabularbeladene Retourkutschen ins Ausland rollen und härtere Sprachen bei den Fremdworteinreisekontrollen. Vor allem aber härtere Auflagen für die Definition Spekulanten der deutschen Duden, die stets versuchen, noch mehr Bedeutung in den jetzt schon wenigen Wörtern zu suchen und zu erkennen, was wir schließlich als Hauptgrund für die rhetorische Miese benennen. Sie stehen also auch klar kritisch den Geschwätzentwürfen der anderen Parenthesen entgegen, wie der Poetenpauschale, die sie derzeit abwägen, die eine 9%ige Silbenabgabe Pronomen fordert und diese wiederum für den Notfall Silben fordert. Da dies zu einer Verringerung der ohnehin angeschlagenen Sprachkonjunktur führt, findet es natürlich wenig Anklang wie das Letternpaket, das man für Alphabet T nun schnürt. Ja, und meine Goethe, vor allem muss man aber schnell eine Entscheidung mit erheblicher Wirkung auf jeden Fall in allen Fällen fallen, denn die Alphabeten, die vor dem Schundesrat schon die Faust Teil 1 und 2 wütend ballen, sind bereit zu größten rhetorischen Krawallen. Zurück nach Heidelberg. Vielen Dank für den Bericht aus Berlin. Wir werden Sie natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten. Nur noch ein Kurzüberblick. Die alphabetische alljährlichen Syntaxen auf 24 Synonymen für die begangenen Rechtschreibfehler auf. Das heißt, man nehme diese Unleserlichkeit nicht länger in Kauf. Auf der großen Heidelberger Modus-Show zeigten am heutigen Nachmittag Indikativ, Imperativ und Konjunktiv ihre neuesten Satzkonstruktionen. Der Modustrend scheint dahin zu gehen, die nackten Fakten auf ihre mageren Bindestriche zu betonen. Die Anglizismen-Pest vor den Küsten des deutschen Sprachraums breitet sich im Redefluss schneller aus erdacht. Das deutsche Reformschiff ist mal langsam, weil es nicht aus dem Zustandsprofil passiv erwacht. Die Herrscher der Anglizismen sind derzeit auch in aller Munde. König Articulus und seine Schwafelrunde. Sie verlieren vielleicht bald ihren runden Hauptsatzsitz wegen illegalem Stichwortbesitz. Bei seiner Verteidigungsrede musste der vorstehende Herrscher allerdings von der Bühne fliegen. Er konnte sein Mikrofon Excalibur nicht aus der Halterung ziehen. Und soeben hat uns noch eine Einmeldung erreicht. Die deutsche Sprache wurde vor einigen Stunden tot aufgefunden. Über Nacht wurde hier in einem Kafka nicht fern von hier der Prozess gemacht. Ein 17-jähriger Junge sprach von einer Vergewaltigung auf offener Zunge. Mittäter waren wohl Kehlkopf und Lunge. Der ganze Leib ist von hitzigen Diskussionen verätzt und die Täterzahl wird auf 80 Millionen geschätzt. Und jedes verdächtige Fremdwort wird nun gejagt und annektiert. Widerstand ist zwecklos, sie werden germanisiert.